La Mer Baltik, die Ostsee, sie gab jetzt im September 2011 die wunderschöne Kulisse ab für die 56. deutsch-französische Jahrestagung von VDFG und Fafa. Hierhin nach Kiel, in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, hatten die beiden Organisationen vom 22. bis 25. des Monats geladen und 260 Kongressteilnehmer aus Frankreich, Deutschland, Dänemark und Polen, so viel wie noch nie zuvor, kamen in die norddeutsche Küstenmetropole. Sie diskutierten in der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel über das Jahresthema des Kongresses, der interkulturellen Vernetzung. Aber auch darüber, ob Deutschland und Frankreich wieder eine größere Rolle in Europa übernehmen müssen, um ihren Partnern in Europa einen Weg aus der aktuellen Krise aufzuzeigen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit. Was kann sie heute in der Europäischen Union bewirken? Darüber diskutierten am Podium Christophe Chaillou, Generaldirektor des Conseil des Communes et Régions d'Europe, André Osiak, polnischer Generalkonsul aus Hamburg, Kati Kietzer, die Kieler Stadtpräsidentin, Dr. Eva Sabina Kunz, die Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks, Jessica Schamber, Vizepräsidentin des Mouvement Européen International. Die Moderation hatte Dr. Klaus Nutzenberger, der Direktor des Europabüros des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Brüssel. In vier Arbeitsgruppen wurde aus dem Blickwinkel der Wirtschaft, des Spracherwerbs, der Internetkommunikation und der interkulturellen Vernetzung das Kongressthema vertieft und neu beleuchtet. Es war auch interessant zu sehen, dass es waren ja auch ältere Herrschaften in dem Publikum, dass die eigentlich gar keine Ahnung haben, was bei uns eigentlich schon ein fester Bestandteil des Lebens ist, wie wir damit umgehen. Und wie kamt ihr denn mit der französischen Sprache zurecht? Ja, also wir haben sind jetzt im fünften Lernjahr im Französisch. Es ging, also man hat Teile gut verstanden, aber so ein paar Aspekte konnten wir dann nicht ganz so gut nachvollziehen. Aber es wurde nicht nur vorgetragen und diskutiert in Kiel, auch das Gesellige und die freundschaftliche Begegnung kamen bei dieser Jahrestagung zu ihrem Recht. Der Kongress 2011 in Kiel, er war perfekt organisiert von dem Team der DFG Kiel, unter Leitung von DFG und VDFG Vizepräsidentin Margarete Medorn. Im alten Stadtkloster und einen Tag später an Bord des Raddampfers Freya hatten die Gäste aus Frankreich und Deutschland reichlich Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zur freundschaftlichen Begegnung mit norddeutscher Lebensart. Und dann der festliche Abschluss in der Kieler Kunsthalle. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Harry-Peter Karstensen, der zugleich der Schirmherr des zu Ende gehenden Kongresses war, rühmte die blau-weiß-rote Sonne über Kiel und verwies auf zahlreiche enge Partnerschaften mit den Ostsee-Anrainerstaaten. Seine Exzellenz Maurice Gourdeau-Montagne, Botschafter von Frankreich in Deutschland, rief die DFG in Deutschland und Frankreich auf, fortzufahren mit ihren Bemühungen um die deutsch-französische Freundschaft in einem europäischen Kontext. Zudem dekorierte der Botschafter den Präsidenten der VDFG, Gerion Fritz, mit dem Orden Officier des Palmes Académiques. Und schließlich die Festansprache vom Direktor des Deutsch-Französischen Institutes, Professor Dr. Frank Basner.
Und welches Resümee zieht der Präsident der VDFG von diesem Kieler Kongress? Wenn alle vorangegangenen Kongresse als Superlative betrachtet wurden, so muss man von der Zahl allein schon und der Qualität der Beiträge her sagen, dies war wirklich spitze, was wir hier erlebt haben in Kiel, sowohl in der organisatorischen Vorbereitung, in der Begleitung, in der Herzlichkeit, aber auch in der inhaltlichen Arbeit. Und inhaltlich gefragt, was waren inhaltlich die Höhepunkte, die interessanten Punkte? Es war einmal die qualitativ exzellent besetzte Podiumsdiskussion, die Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas, die auch dort zum Ausdruck kam. Und es war in ganz besonderer Weise die Arbeit in den 4 Ateliers mit einer Riesenbeteiligung, mit hochkompetenten Experten und befähigten Moderatoren zum Thema Sprache, zum Thema Wirtschaft, zum Thema Marktplatzmethode, zum Thema Bloggen, Facebook, zum Thema auch der interkulturellen Werte. Und im nächsten Jahr gibt es wieder einen Kongress. Wo wird der stattfinden? Der nächste Kongress wird stattfinden in Nancy. Wir werden dieses rechtzeitig in unseren Einladungen zum Ausdruck bringen. Ende September in Nancy, vom 27. bis 30. September. Und der steht unter dem Thema, auch das ist heute schon geklärt, der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit von Regionen. Wir hatten die große Freude, zu diesem Kongress bereits den Bürgermeister aus Nancy zu begrüßen, der sich anschauen wollte, wie denn so etwas abgeht.